Jakob. Und die wirst du wohl einfach akzeptieren müssen. Sahidi, ich habe das Lithium. Hervorragend. Her damit. Dann mache ich den Luftreiniger fertig. Diese Bailey, was für eine Typ. Okay, wir haben einen Versuch.
So wird es auf keinen Fall enden. Auch sagen dir das deine magischen Scheibvisionen? Es sieht verdammt nochmal nicht so aus, als kämen wir hier raus und... Was? Nein, ist schon gut. Irgendwas passiert. Wer zum Teufel seid ihr? Hey, wo bringt ihr uns hin? Wer zum Teufel seid ihr, verdammt? Sobald wir Dr. Scurlock erreichen, werden all eure Fragen beantwortet. Zu spät. Wir schaffen es nicht mehr zum Arzt. Zurück, oder deine Leute sterben! Dann sterbt ihr mit ihnen! Ich bedrohe sie nicht, Arschloch! Ich versuche nur, sie zu retten! Was zur Hölle? Was genau ist da drin? Bitte, bitte. Keine Angst. Mein Name ist Nathan Scurlock, Xenobiologe. Dr. Abraham Zahedi. Kannst du uns vielleicht erklären, Zahedi? Was... Oh Mann, welch unerwartete Ehre. Ich habe die Arbeit deines Vaters verfolgt. Das heißt, solange es möglich war. Ich habe weniger Anspruch auf Ruhm. Doch wie ihr seht, habe ich einen Durchbruch erzielt, der uns gute Dienste leistet. Sag uns, wie es funktioniert. Ja, natürlich. Entschuldigung. Dieser Pilz war nicht immer so. Seine DNA wurde verändert. Meine Formel bewirkt nur, dass der Pilz sich selbst angreift. Hier können alle, die es bis zu uns schaffen, in Frieden leben. Mein Gegengift muss täglich injiziert werden. Ohne wagt sich keiner von uns weit vom Lager weg. Wir haben jeden Monat eine kleine Zeremonie. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Keine Veränderungen. Tut mir leid. Ich hoffe, dass der Rest deines Konvois heute Abend dabei ist. Wir haben nicht vor, lang zu bleiben. Oh, jenseits von hier lauert nur der Tod. Bis der Truck repariert ist, sitzen wir eh fest. Gut. Danke. Das hält dem Gewicht nicht stand. Hast du meine Frau gesehen? Sie hat das Tor bewacht. Kann sie nicht finden. Damit hätten sich Mercers Schulden wohl erledigt. Der wird sich freuen. Hey, hier drüben. Was? Du bist noch? Noch? Oh, Scheiße. Hast noch nicht mit dem Spieler geredet, was? Kannst dir nicht verdenken.
Jetzt weiß ich, wo ich Sergio Acosta finde. Und er hat vermutlich auch den Schlüssel zum Bunker. Das wird interessant.
Du drehst so lange, bis du Widerstand fühlst, dann lockern. Das hält dem Gewicht nicht an. Bleib auf Distanz, dann tun wir es. Chana, Jakob hat mir erzählt, was zwischen euch vorgefallen ist. Hat er dir erzählt, wie meine Mutter gestorben ist? Tut mir leid. Kein Kind sollte sowas mit ansehen. Es kommt noch viel besser. Ich habe es zweimal gesehen. Zuerst in einer Vision. Also habe ich Jakob gesucht und ihn angefleht, zurückzukommen. Denn in der Vision, in der sie starb, war er nicht dabei. Ich dachte, wenn er da ist, kommt es anders. Aber Jakob hat nicht mal zugehört. Wie immer. Er war so voll, dass er nichts gemerkt hat. Er wird aber schnell wieder nüchtern, wenn er das merkt. Outrider, Verzeihung, aber da du verändert bist, kannst du der Zeremonie aufgrund wissenschaftlicher Komplexitäten nicht beiwohnen. Im Lager bist du natürlich willkommen. Ich habe die Vorbereitungen für deine Hütte persönlich beaufsichtigt. Dort kannst du dich ausruhen, etwas essen oder einen Schluck trinken. Sie ist bei der Treppe zum Zeremonienzelt. Nicht viele schaffen es lebend hier. Noch weniger wollen weiterziehen. Zahidi, wo bist du? Zahidi, bitte komm. Shit. Thunder Freak. Denkt, seine Teufelskräfte machen nicht was Besseres. Wenn jemand solche Kräfte verdient hat, dann ich. Hier stellt Skarlok sein Gegengift her. Die wenigsten wissen, was drinnen passiert. Und woher weißt du's?
Hab ihm damals damit geholfen, bis er einen Freund von mir gefangen hat. Menschen. Wir schützen hier!
Was zur Hölle hast du da drin gesehen? Ein Alien? Ha? So ein glubschäugiges Area 51-Dings mit Echsenhaut? Gibt's nicht.